Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 7, Antrag der Fraktion der FDP betreffend jungen Menschen eine Chance geben, sich etwas aufzubauen. Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer einführen, 19.45.24. Der Kollege Jörg-Uwe Hahn hat das Wort. Bitte sehr. Die geht aber in die Rundablage. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit diesem Antrag möchten wir als Freie Demokraten erreichen, dass die Landesregierung im Bundesrat eine Initiative ergreift, eine Initiative für mehr Freiheit, eine Initiative für mehr Eigentum, eine Initiative gerade für mehr Eigentum für junge Familien mit geringeren und mittleren Einkommen. Wir möchten, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass es im Bundesgesetz verankert wird, dass die Länder, wenn sie denn wollen, einen Freibetrag für die erste selbstgenutzte Immobilie bei dem Thema Grunderwerbsteuer bis zu einem Kaufpreis von 500.000 € einführt. Warum, liebe Kolleginnen und Kollegen, tragen wir Ihnen das vor? Wir haben insbesondere die Konferenz der Fraktionsvorsitzenden der FDP in den Ländern eine wissenschaftliche Ausarbeitung erbeten, in der wir feststellen mussten, dass im Jahre 1990 wir in Deutschland eine Wohneigentumsquote von 36,9 % hatten und im Jahre 2014 eine Wohnungseigentumsquote von 45,4 %. Das ist eine löbliche und gute Entwicklung. Das macht deutlich, dass jedenfalls die Mehrheit der Menschen oder eine große Zahl der Menschen auch bereit ist, sich in Wohneigentum zu engagieren. Dieses Engagement ist auch sehr vernünftig, weil es unter anderem zur Altersvorsorge dient, aber auch zu einer Vielzahl anderer positiver. Ich hatte schon darauf hingewiesen, dass in meinen Augen jedenfalls Eigentum auch ein Stück Freiheit ist. Dann haben wir aber gefragt, wie ist denn die Verteilung bei den verschiedenen Einkommensquintilen? Da haben wir festgestellt, dass im Jahre 1990 bei dem untersten Quintil eine Wohnungseigentumsquote von 25,3 % ist und 2014, also 25 Jahre später, von 17,4 %. Also bei dem unteren Quintil hat sich die Entwicklung der Wohnungseigentumsquote genau andersrum gezeigt, als wir sie in der Allgemeinheit sehen. 25,3 % noch 1990 und 17,4 % im Jahre 2014. Auf der anderen Seite des Spiegelbildes kann man feststellen, dass in dem höchsten Quintil die Eigentumsquote von 54 auf 69,1 % gestiegen ist. Wir halten das für nicht gut. Wir halten das für nicht ausgewogen. Wir halten das auch, um das Wort politischer Mitbewerber zu benutzen, für nicht sozial gerecht. Dann haben wir uns daran gemacht, aber das ist ja relativ einfach, die Gründe zu erfragen. Und auch der von uns beauftragte Wissenschaftler, aber auch viele andere, ich glaube sogar wir als Laien, können feststellen, dass es nicht an den Zinsen liegen kann. Denn die Zinsen 1990 waren um Längen höher, als die Zinsen heute sind. Sondern es muss andere Gründe geben. Und da gibt es mehrere Gründe, die man in dem Wort Kaufnebenkosten sehr schnell finden kann. Das eine ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass der Bau um Längen teurer geworden ist. Dazu trägt Kollege Lenders in jeder Plenarsitzung immer wieder neu vor, auch in der Hoffnung, dass die Große Koalition in Berlin endlich vernünftig wird und bei der NF nicht noch teurer wird, sondern wieder günstiger wird. Aber es sind natürlich auch die steuerlichen Belastungen, die in den letzten Jahren, insbesondere in den letzten Jahren, erheblich gestiegen sind. Und meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Sie wissen, dass ich als damals amtierender stellvertretender Ministerpräsident mit verantwortlich gewesen bin, dass die Grunderwerbsteuer in diesem Lande das erste Mal gestiegen ist. Ich sage heute noch, wären wir wieder in der Regierungsverantwortung, hätten wir als Bedingung wieder die Rücknahme dieser Erhöhung in den Koalitionsvertrag hereingeschrieben, weil er ist unnötig.
Denn in den letzten 4 Jahren, wir haben es in der letzten Plenardiskussion ja noch einmal erörtert, auch wenn Kollege Boddenberg jetzt schon wieder nervös wird, 5 Milliarden € mehr Einnahmen des Landes Hessen als 2013 selbst geplant. 5 Milliarden € mehr Einnahmen des Landes Hessen, als Thomas Schäfer es in der mittelfristigen Finanzplanung von 2013 selbst hereingeschrieben hat. Und da muss Platz für die jungen Familien sein. Engagieren Sie sich deshalb bitte im Bund, dass wir dann die rechtliche Möglichkeit haben, für die jungen Familien bei der ersten selbstgenutzten Immobilie eine Grundsteuerfreiheit bis zu einem Betrag von 500.000 € Kaufsumme einzusetzen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Hahn. Das Wort hat der Abg. Willi van Ooyen, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die FDP versucht es wieder einmal ein neuer Antrag, um die Steuern zu senken. In den letzten Wochen wollten Sie an die Grundsteuer, deren Erhöhung Sie vielerorts wesentlich aber mit zu verantworten haben. Immerhin hat die letzte schwarz-gelbe Regierung in Hessen damit begonnen, den Landeshaushalt auf Kosten der Kommunen zu sanieren. Diesmal machen Sie sich an die Grunderwerbsteuer. Sie wollen sie begrenzen. Was auf den ersten Blick wieder einmal ganz charmant klingt, ist auf den zweiten Blick keine Lösung für die Probleme auf dem Wohnungsmarkt. In der Tat kann man darüber diskutieren, ob man die Grunderwerbsteuer sozialer ausgestalten sollte, etwa indem man einen progressiven Tarif einführt oder einen Freibetrag, wie Sie ihn vorschlagen, oder auch eine Freigrenze, Herr Bellino. Darüber kann man ja diskutieren. Nein, nein, die Grunderwerbsteuer, dafür stehen wir. Das alles ist gut und schön und durchaus auf Bundesebene diskutierbar. Allein in Hessen löst man damit kein einziges Wohnungsbauproblem. Und die sind gerade im Bereich günstiger Wohnungen dramatisch. Alleine im Jahr 2015 ist die Zahl der Sozialwohnungen um 11.000 gesunken. Die Zahl derjenigen Haushalte, die bei den Wohnungsämtern registriert sind, da sie einen Anspruch haben, aber nicht versorgt werden können, liegt zwischen 44.000 und 46.000. Da sich viele Einkommensschwache nicht registrieren lassen, liegt die Dunkelziffer deutlich höher. Was den kommunalen sozialen Wohnungsbau angeht, so ist dieser weitgehend komplett eingebrochen. In Gießen z.B. ist mindestens im Zeitraum von 2008 bis 2014 keine einzige mit öffentlichen Mitteln gebaute Wohnung entstanden, die, wie gesagt, den Richtlinien entsprechen wird. Es fehlen uns vor allem Wohnungen für Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Genau die wird man mit großer Zahl aber nicht dadurch schaffen, dass man einen Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer einführt. Eigentlich ist es ganz simpel, weil Wohnung eine Ware ist und die kapitalistische Wohnungsversorgung durch ein systematisches Marktversagen gekennzeichnet ist, müssen Lösungen außerhalb der Markt- und Verwertungslogik gefunden werden. Für eine linke Politik reicht es nicht aus, am Beispiel von Wohnungsnot, Vernachlässigung und Verdrängung zu beweisen, dass der Kapitalismus in der Wohnungsfrage nichts lösen kann. Gefragt sind Vorschläge, Strategien und Instrumente, die helfen, eine gerechte und soziale Versorgung sicherzustellen. Im Kern sollte es in der Wohnungspolitik meines Erachtens um folgende Ziele gehen. Erstens. Die Einschränkung der Verwertungsmöglichkeiten, also des Profitmachens im Bereich der Wohnungsversorgung und zugleich Ausweitung von nicht profitorientierten und gemeinnützigen Wohnungsbeständen. Zweitens. Die vorrangige Orientierung an den Haushalten, die die größten Schwierigkeiten haben, sich unter Marktbedingungen mit angemessenen Wohnungen zu versorgen. Und drittens. Die Unterstützung der Versuche der Selbstorganisation und für Elemente der Selbstverwaltung, die es seitens der Mieterschaft gibt, auch jenseits der großen Interessensvertretungen. Alle politischen Entscheidungen sollten sich an dem Anspruch messen lassen,
den Druck des Marktes einzuschränken, die Wohnsituation der Benachteiligten zu verbessern und die Position der Mieterinnen und Mieter zu stärken. Eine der wenigen Alternativen zur marktkonformen Wohnungspolitik bieten öffentliche Wohnungsunternehmen. Zumindest grundsätzlich kann dieses öffentliche Eigentum nach anderen Maßstäben bewirtschaftet werden, wie wir das eigentlich verlangen. Genau hier brauchen wir politische Initiativen und nicht dort, wo es darum geht, den Menschen besseren Zugang zu einem völlig dysfunktionalen Wohnungsmarkt zu verschaffen. Das wird letztlich nur die Probleme weiter verschärfen. Die Frage, die die FDP hier aufwirft, ist, wer kann sich das eigene Haus leisten? Dabei ist die Frage schon längst, wem gehört die Stadt? Hier brauchen wir eine andere Politik. Hier brauchen wir eine andere Politik, die einen Zustand beendet, in dem Wohnung eine schlicht unbezahlbare Ware geworden ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege van Hooyen. Das Wort hat die Frau Abg. Arnold, CDU-Fraktion. Lena, bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP-Fraktion, zu Beginn, ich mag die Überschrift Ihres Antrags. Und auch die grundsätzliche Intention ist gut. Das Thema Generationengerechtigkeit sollte uns in der Politik, denke ich, immer als Leitsatz für unser Denken und vor allem auch für unser Handeln dienen. Und es ist auch richtig, und wichtig, auch die jungen Menschen im Blick zu haben und sich für diese einzusetzen. Es gibt allerdings einige Elemente Ihres Antrags, über die ich gerne noch einmal mit Ihnen diskutieren möchte. Wir sind uns einig, dass der Erwerb von Wohneigentum ein wertvolles und vor allem auch ein nachhaltiges Instrument zur Schließung von Lücken in der Altersvorsorge sein kann. Die Frage ist jedoch, von welchen Faktoren dies abhängt und in welchem Umfang der Staat helfen sollte, sowie auf welchem Wege dies am effektivsten und am effizientesten funktioniert. Es gibt ja bereits Konzepte, die auch auf Bundesebene diskutiert werden. Ich nenne hier beispielhaft das Baukindergeld, also staatliche Zuschüsse, die anhand von Bedarfskriterien gewährt werden und mit denen gezielt insbesondere Familien mit Kindern gefördert werden können. Das von der FDP favorisierte Modell ist ein einmaliger Freibetrag von 500.000 € pro natürlicher Person für den Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum. Das hört sich im ersten Moment zunächst auch ganz interessant an. Jedoch wird die Administration dieser Regelung nicht ganz einfach, um herauszufinden, ob die jeweilige Person in ihrem gesamten Leben deutschlandweit schon einmal eine Immobilie erworben hat und ob diese Immobilie dann auch zu Wohnzwecken selbst genutzt wird. Besonders zielgenau ist dieses Modell zudem ebenfalls nicht. Denn ein genereller Freibetrag für den Ersterwerb einer Immobilie, so wie von Ihnen gefordert, würde nicht nur jungen Familien zugutekommen, sondern all denjenigen, die zum ersten Mal ein Eigenheim kaufen wollen, alters- und bedarfsunabhängig, also auch dem Millionär, für den die Steuer überhaupt keine Erwerbshürde darstellt. Jedoch habe ich auch gerade im Sinne der Generationengerechtigkeit und in einer damit einhergehenden konsequenten Haushaltskonsolidierung auch die Pflicht, Sie darauf hinzuweisen, dass eine solche Einführung des Freibetrags in Hessen Mindereinnahmen von ca. 400 bis 500 Millionen € zur Folge hätte. In dem von Ihrer Partei geforderten Freibetragsmodell würden sich ausweislich der von Ihnen angeführten Gutachtens Steuerausfälle von etwa 41% ergeben. Und ich denke, auf diese Einnahmen kann das Land nicht ohne Weiteres einfach verzichten. Auch ein weiteres Problem treibt mich um. Der Preis für ein Eigenheim oder Grundstück wird bekanntlich in erster Linie von Angebot und Nachfrage bestimmt. Gerade im Ballungsraum gibt es ein begrenztes Angebot, aber auch eine sehr große Nachfrage. Entsprechend hoch sind die Preise für Immobilien, und dort ist es in der Tat für Normalverdiener nicht ganz einfach, sich ein Eigenheim zu leisten. Das Gutachten geht jedoch davon aus, dass bei Einführung eines Freibetrags, also sicherlich auch in unserem Rhein-Main-Gebiet,
die Wohnimmobilienpreise steigen würden, da die Verkäufer den Steuervorteil schlichtweg einpreisen könnten. Es besteht also die Gefahr, dass wir erhebliche Steuerausfälle zu verzeichnen haben, sich aber gerade für diejenigen, denen wir damit helfen wollen, also den jungen Familien mit begrenztem Budget, unterm Strich nicht viel ändert. Für uns als CDU-Fraktion gibt es bei der Erhebung der Grunderwerbsteuer auch vornehmlich noch ein ganz anderes Problem, das von unserem Finanzminister Dr. Thomas Schäfer bereits in der Finanzministerkonferenz vorgebracht wurde. Es geht hierbei um die großen Immobiliengeschäfte, die sogenannten Share Deals, bei denen mit Tricksereien die Steuer am Fiskus vorbeigeschummelt wird. Auf Initiative unseres Finanzministers soll hier Abhilfe geschaffen werden. Die Gestaltungsmodelle sollen geprüft, und die Steuertricksereien müssen verhindert werden. Man schätzt hier von einem Steuerausfall. Man schätzt hier einen Steuerausfall von ca. 1 Milliarde € im Jahr, die durch die vielen großen Immobilientransaktionen am Staat vorbei vollzogen werden. Und aus unserer Sicht ist hier eine konsequente Besteuerung aller Grundstücksübertragungen nicht nur gerecht, sie würde jede Menge Steuereinnahmen bringen. Und diesen finanziellen Spielraum könnte man dann nutzen, um beispielsweise die Grunderwerbsteuer wieder insgesamt zu senken oder gezielt die Förderung von jungen Familien beim Eigenheimerwerb vorzunehmen. Das ist für uns der bessere Weg. Wir möchten aber gern mit Ihnen darüber noch einmal diskutieren und hoffen auf konstruktive Beratungen im Ausschuss. Danke. Vielen Dank, Kollegin Arnold. Das Wort hat der Abg. Kummer, SPD-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Auch ich möchte mich in meinem Vortrag zunächst einmal natürlich an den Antragsteller wenden und anfangen mit einer Aussage an die FDP. Plagiatsvorwürfe, sie wiegen schwer. Sie können so ein Schild hochheben, ein bisschen Ironie. Oder aber auch gehen der Hessen-FDP die Ideen aus? Oder wie anders ist es zu erklären, dass Sie einen Musterantrag Ihres Parteivorsitzenden aus dem Hans-Dietrich-Genscher-Haus heute hier eingebracht haben, den wir hier beraten müssen, der möglicherweise auch noch 15 weitere Male dann beraten werden muss in anderen Parlamenten. Kolleginnen und Kollegen, zum Antrag selbst und zur Ziffer 1, sehr geehrter Herr Dr. Hahn. In Ziffer 1 Ihres Antrags versuchen Sie, einen Zusammenhang herzustellen zwischen Wohnungseigentumsquote einerseits und der Höhe der Grunderwerbsteuer andererseits. Das ist unzulässig, meine Damen und Herren, und das ist zudem auch falsch. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Einen solchen Zusammenhang gibt es nicht. Zur Ziffer 2 Ihres Antrags, lieber Kollege Hahn. Da der Hessische Landtag die Höhe der hessischen Steuer selbst beschlossen hat, nämlich der Grunderwerbsteuer, ergibt es aus meiner Sicht keinen Sinn, hier zu beschließen, und das schlagen Sie uns vor, dass festgestellt wird, dass die Steuer in Hessen 6 % betrage. Das wissen wir. Das haben wir schlichtweg hier im Landtag ja miteinander beschlossen. Brauchen wir also nicht einmal festzustellen. Es ist, finde ich, ziemlich sinnentleert, Tatsachen zu beschließen. Und übrigens zu Ihrer Statistik. Fast die Hälfte aller Bundesländer, es sind nämlich in der Tat 7, erheben eine 6-prozentige oder sogar eine höhere Grunderwerbsteuer. Zur Ziffer 3 Ihres Antrags. Frage an die FDP. Worauf gründet sich Ihre Behauptung, dass selbstgenutztes Wohneigentum vor Altersarmut schützt? Wenn man doch bedenkt, dass auch selbstgenutztes Wohneigentum, Herr Rentsch, dass auch selbstgenutztes Wohneigentum unterhalten werden muss und dass auch bei selbstgenutztem Wohneigentum Energiekosten anfallen, und wenn man das alles einmal direkt zusammenrechnet, man möglicherweise zu dem Ergebnis kommt, dass das nicht ein großer Unterschied ist zu einer Miete, die ansonsten anfällt. Ich habe aber eine bessere Idee, wie man gegen Altersarmut vorgehen kann. Nicht durch Senkung der Grunderwerbsteuer, sondern durch höhere Löhne und Gehälter, durch daraus resultierende höhere Renten und durch ein höheres Rentenniveau, was sich daraus ergeben würde. Kolleginnen und Kollegen,
Kolleginnen und Kollegen, Ziffer 3, wo ist denn der Beweis für die Behauptung? Wo ist denn der Beweis für die Behauptung, dass durch die 6-prozentige Steuer die Kosten so steigen, dass es junge Familien schwerfällt, in die eigenen vier Wände zu ziehen? Wo ist der Beweis für diese Behauptung? Sinnvoller wäre es, meine Damen und Herren, dass wir uns nicht mit den 6% auseinandersetzen, sondern mit den 94% der Kosten, die für Wohneigentum zugrunde gelegt werden müssten, und dass wir uns Gedanken machen, wie wir bei den 94% kostendämpfend wirken könnten. Ihre Erkenntnis, das haben Sie selbst gesagt, resultiert ja aus einem Auftragsgutachten des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Insoweit ist mir das, oder verwundert mich das Ergebnis dieses Auftragsgutachtens eben auch gerade nicht. Sie schlagen vor, 500.000 € Freibetrag. Für mich stellt sich da die Frage nach dem Menschenbild. Welche jungen Menschen, welche jungen Familien denken darüber nach, in der Größenordnung von 500.000 € sich eine Immobilie anzuschaffen? Was ist mit Ehegatten? Gibt es den Freibetrag zweimal? Was ist mit Grundstücksgemeinschaften, Herr Dr. Hahn? Und die Kollegin hat es eben ja schon beantwortet, meine sehr geehrten Damen und Herren. Was ich bei Steuergesetzänderungen partout nicht leiden kann, das ist, wenn der, der es beantragt, noch nicht einmal eine Berechnung dazulegt, welche steuerlichen Auswirkungen es hat. Welche Steuermindereinnahmen auf das Land Hessen zukommen, hat Frau Arnold ausgerechnet. Ich hätte dies vom Antragsteller verlangt. Und im Übrigen hat auch die Einführung, Herr Dr. Hahn, die Einführung der von der FDP umgesetzten Hotelsteuer doch aufgezeigt, also dem ermäßigten Steuersatz auf die Umsatzsteuer für die Übernachtungspreise, dass die Zimmer in den Hotels dadurch nicht günstiger geworden sind. Genauso wäre es bei der Grunderwerbsteuer. Frau Arnold hat es im Übrigen in ihren Ausführungen ja auch bestätigt. Wir müssten andere Wege gehen, um junge Familien und junge Menschen zu fördern. Direkt, meine sehr geehrten Damen und Herren, das wäre durch etwa unbefristete Arbeitsverhältnisse, durch sichere Arbeitsplätze, durch kostenfreie Bildung schon in Krippen und in der Kita, durch ein auskömmliches Einkommen, durch eine Gleichstellung von Frauen und Männern und durch bezahlbaren Baugrund. Wir müssten die Städte und Gemeinden in die Lage versetzen, eine Bodenbevorratungspolitik zu machen, eine Bodenbevorratungspolitik der Städte und Gemeinden, die es ermöglicht, jungen Familien, jungen Menschen kostengünstig Baugrund zur Verfügung zu stellen. Das wäre der bessere Weg zur Generationengerechtigkeit und zur Förderung des Wohnungsbaus bei jungen Menschen und bei jungen Familien. Aus alledem ergibt sich das gleiche Ergebnis wie das, was auch schon meine Kollegin Arnold vorgetragen hat. Der Antrag, er muss abgelehnt werden. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Kummer. Das Wort hat die Frau Abg. Erfurth, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Durch den Zwischenruf vom Kollegen Rentsch haben wir jetzt auch erfahren, dass das ein Musterantrag ist, den die gesamte FDP im gesamten Bundesgebiet stellen wird. Und wir wissen, und ja, es ist auch gut, aber es ist ja auch kein Verbrechen, solche Musteranträge zu machen. Das machen wir alle. Von daher sollten wir uns das auch nicht vorwerfen. Aber was wir daraus ablesen können, die FDP wird mal wieder einen Steuersenkungswahlkampf führen und genauso auch durch die Lande ziehen. Und in diesem Punkt wird uns auch mal wieder klar, bei solchen Situationen vergisst die FDP dann auch nicht, sozusagen immer die sozial Schwachen mit ins Boot zu nehmen, damit sie eine Legitimation sich holt für ihre Steuersenkungsvorschläge. Und das Ganze, Sie haben es ja auch gesagt, Herr Dr. Hahn, beruht auf einem Gutachten des Instituts der Deutschen Wirtschaft, das im Auftrag der FDP für eine Fraktionsvorsitzendenkonferenz erstellt worden ist. Und dieses Gutachten, wenn man das Gutachten liest, dann sollen ja zwei Funktionen damit erfüllt werden. Und zwar die eine Funktion ist, die Wohnungseigentumsquote zu erhöhen, und die andere Funktion ist, Erwerbsnebenkosten zu senken. Und wenn man sich noch einmal einen Moment mit der Wohnungseigentumsquote beschäftigt, das haben Sie ja auch getan, Herr Hahn, haben Sie hier vorgetragen, dass die geringsten Einkommen, die 20% der Haushalte, die über das geringste Einkommen verfügen, auch die geringste Eigentumsquote haben. Das hätte ich jetzt auch einmal so gefühlt gesagt. Das ist ja auch relativ logisch, dass Menschen, die nicht so viel Einkommen verfügbar haben, dann eben sich auch in ihrer Lebenshaltung beschränken. Und Ihre Schlussfolgerung war, man
man muss dafür sorgen, dass die mehr Häuser kaufen oder Wohnungen bauen. Das kann eine Folge sein oder das kann eine Schlussfolgerung sein. Für mich stellt sich erst einmal die Frage, warum sind diese Menschen so arm und wie kann ich ihnen helfen, dass sie mehr Vermögensbildung betreiben? Und das eigene Häuschen kann ein Weg sein. Das eigene Häuschen kann aber auch fürchterlich erdrücken. Nämlich dann, wenn über Verschuldung sozusagen die Schuldenlast auch für die gesamte Familie eine Belastung darstellt. Und dann kann für so eine Familie so ein eigenes Haus oder eine Eigentumswohnung zur unbezahlbaren Last werden, die am Ende auch Familien zerrüttet und sozusagen das Gegenteil von dem auslöst, was Sie hier einfordern. Von daher ist das nicht unbedingt der Königsweg, sondern wir müssen dafür sorgen, dass Menschen am unteren Ende der Einkommensskala zielgenau unterstützt werden und nicht mit der Gießkanne und nicht mit einem Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer von 500.000. Das ist doch nichts für arme Menschen, sondern das ist etwas für den oberen Bereich des Einkommens. Das hat ja die Kollegin Lade, das hat ja die Kollegin Arnold hier auch sehr genau ausgeführt. Also, hier könnten wir das Geld sehr viel zielgerichteter ausgeben, und das muss, glaube ich, unsere Intention sein. Dann möchte ich mir noch einmal den Punkt Erwerbsnebenkosten betrachten, der ja auch ein wichtiger Punkt in dem Gutachten war. Bei den Erwerbsnebenkosten da gibt es eine Berechnung, ganz interessant nachzulesen in dem Gutachten. Tun Sie das einmal, meine Damen und Herren. Da ist ausgesagt, die Position Maklergebühr die schlägt nach dem Gutachten mit knapp 9.000 € zu Buche. Die lassen Sie einfach raus. Diese Position lassen Sie einfach raus. Also, Maklergebühren spielen in dem Gutachten überhaupt keine Rolle. Sie wenden sich nur der Grunderwerbsteuer zu. Ich würde einmal sagen, dieser Punkt wäre auch ein lohnendes Beschäftigungsverhältnis für die Kolleginnen und Kollegen von der FDP. Denn die Vergleichsgruppe, die Sie heranziehen, das sind Notare in den Niederlanden, da werden wesentlich weniger Notargebühren und Maklergebühren erlöst. Also, das wäre ja auch noch einmal eine Gruppe, mit der Sie sich beschäftigen können. Da haben Sie sich allerdings an dem Punkt gar nicht mit beschäftigt. Also, ich kann Sie nur bitten, nehmen Sie sich dieses Themas auch einmal an. Sie reißen mit einer Subvention, die nicht zielgerichtet ist und nicht zielgenau ist, wollen Sie ein Loch in den Landeshaushalt von 400 bis 500 Millionen € reißen, ohne ein Wort zur Gegenfinanzierung. Das finde ich schlicht fahrlässig, meine Damen und Herren von der FDP. Das sollten Sie sich doch besser überlegen, und Sie sollten darüber nachdenken, dass man Vermögensbildung für ärmere Haushalte viel zielgenauer hinbekommt, ohne einen solchen Loch in die Landeskasse zu reißen. Unterm Strich kann ich nur sagen, Ihre Maßnahme ist nicht zielgenau und nicht dazu geeignet, dass Menschen mit geringen Einkommen auch stärker an der Vermögensbildung beteiligt werden. Die Finanzverwaltung hätte ein neues Betätigungsgefeld mit Bürokratie, die also Frau Kollegin Arnold sehr genau hier geschildert hat. Und das wäre eine weitere teure Subvention, die wir doch überhaupt nicht im Landeshaushalt brauchen können. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Vielen Dank, Frau Kollegin Erfurth. Das Wort hat der Finanzminister, Dr. Schäfer. Bitte. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! In der Tat ist es lohnenswert, über die Frage nachzudenken, was denn die Ursachen dafür sind, dass die Möglichkeiten, sich Wohneigentum zu erwerben, insbesondere in manchen Regionen sehr viel schwerer geworden sind, gerade für junge Familien, als das in der Vergangenheit der Fall war. Darauf mit sozusagen einer sehr pauschalen Steuersatzsenkung bei der Grunderwerbsteuer zu reagieren, ist eine Antwort. Ich glaube aber nicht, und da bin ich sehr bei dem, was Kollegin Arnold vorgetragen hat, Frau Kollegin Erfurth, dass jedenfalls dadurch eine zielgerichtete Förderung des förderungsbedürftigen Klientels am Ende herauskommt, sondern ein neues Instrument, was
gegen das möglicherweise auch die Vorwürfe, die im Hinblick auf die Eigenheimzulage, die wir vor vielen Jahren und Jahrzehnten mal abgeschafft haben, im Hinblick auf Mitnahmeeffekte zutrifft. Das muss man sorgsam diskutieren. Da bin ich nicht abgeschlossen mit meiner Meinung, aber jedenfalls muss man das gemeinschaftlich abwägen. Ich finde auch den Hinweis von Frau Erfurth richtig, zu sagen, wenn man die Nebenkosten in den Blick nimmt, dann darf man die Maklerkosten beispielsweise nicht außen vor lassen. Und deren Entwicklung ist ja in den letzten Jahren nochmal mit einer gewissen Parallelität zu anderen Nebenkosten gesehen zu haben. Insofern, wenn man einen ernst gemeinten Vorschlag diskutiert, muss man, glaube ich, das Feld vollständig mit einbeziehen. Ich will aber auch eines hinzufügen. Die Ursache in möglicherweise zurückgehender Erwerbstätigkeit im Sinne von Grundstückserwerb in der Grunderwerbsteuer zu suchen, ist, glaube ich, etwas kurz gesprungen. Das kann ich Ihnen sagen aus der Privatempirie. Als ich ein Familienheim erworben habe, da gab es noch den Grunderwerbsteuer von 3,5 %, aber eine Zinsbelastung von 5 %. Das zusammenaddiert waren 8,5 %. Und wenn Sie heute zu den 6 % Grunderwerbsteuer das aktuelle Zinsniveau von 2,5 % zusammenaddieren, dann ist sozusagen, bitte? Ja, so. Dann ist alleine im ersten Jahr der Anschaffung sozusagen das Ergebnis schon wieder neutralisiert. Und die positive Entwicklung für den Häuslebauer auf dem Zinsmarkt trägt sich aber in den nächsten Jahren durch. Das heißt, die Ursache zu suchen in dem Bereich der Grunderwerbsteuer ist sicherlich keine sozusagen das Gesamtphänomen erklärendes Element. So, wenn wir uns dann anschauen, was es bedeuten würde, darauf ist hingewiesen worden. Wir haben im Jahr 2016 ein Grunderwerbsteueraufkommen in Hessen von 1,3 Milliarden € gehabt. Wenn die Analyse des DIW zutreffend ist, was ich einmal unterstelle, dass die von Ihnen vorgeschlagene Lösung etwa 41 % zurückgehendes Steueraufkommen hätte, wären das gerechnet auf das Jahr 2016 533 Millionen €. So, deshalb wäre es, glaube ich, mehr als fair gewesen, hier wenigstens eine Anmutung in der Debatte zu hinterlassen, wie man diesen Steuerausfall an der Stelle zu kompensieren hätte. Wenigstens eine Anmutung. Eine detaillierte Ausfallfinanzierung kann man ja gar nicht verlangen, aber jedenfalls eine Anmutung. Deshalb glaube ich, dass das am Ende kein sinnvoller Vorschlag ist, eine halbe Milliarde Euro in die Hand zu nehmen für eine Förderung, deren Zielgenauigkeit höchst unsicher ist. Allerdings, und da bin ich Frau Arnold auch dankbar für den Hinweis, ich glaube, dass die Grunderwerbsteuer an einer anderen Stelle aufgerollt werden muss. Wir haben die Situation, dass derjenige, der ein Grundstück, eine Immobilie erwirbt, grunderwerbsteuerpflichtig wird. Derjenige, der Anteile an einem Unternehmen erwirbt, wo das Grundstück im Eigentum des Unternehmens ist, kann, wenn er unterhalb einer bestimmten Erwerbsquote bleibt, grunderwerbsteuerfrei erwerben. Das ist per se gerade in konzerninternen Umstrukturierungen nicht zu kritisieren. Aber es wird, insbesondere weil die Steuersätze dazu auch Anreize bieten, zunehmend für Deals genutzt, die jedenfalls mit Steuergerechtigkeit wenig zu tun haben. Und deshalb haben wir auch im Bundesrat in der Finanzministerkonferenz die Initiative ergriffen, hier zu Veränderungen zu kommen. Die Arbeitsgruppe hat in der letzten Woche ihren Zwischenbericht vorgelegt, und ich hoffe, dass wir bis zum Herbst einen Vorschlag auf dem Tisch haben werden, wie man, möglicherweise sogar zwei alternative Vorschläge, wie man am Ende an dieser Stelle zu einem Ergebnis kommen kann, die jedenfalls es ermöglicht, stärker alle Erwerbsvorgänge zu besteuern, in gleicher Weise zu besteuern und das dafür gewonnene Geld dann verwenden zu können, die Steuersätze zu senken oder auch über solche differenzierten Steuersätze nachzudenken. Darüber kann man offen diskutieren. Ich glaube aber, so platt wie der Antrag daherkommt, macht es keinen Sinn, ihm zu folgen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Damit ist die Debatte beendet. Es wird vorgeschlagen, den Antrag dem Haushaltsausschuss zu überweisen. Dem widerspricht keine, begeistert jede. Dann habe ich Ihnen noch mitzuteilen, dass einige Anträge noch eingegangen sind. Ein dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion und CDU BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Freihandelsabkommen CETA, Drucksache 19 4707.
allgemeinen Dringlichkeit bejaht. Top 56, wenn keiner widerspricht, kann mit Top 8 zu diesem Thema aufgerufen werden. Widerspruch? Nein, machen wir so. Dann ist eingegangen, verteilt dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Wohnungsbauförderung in Hessen zeigt Wirkung. Drucksache 19/4708. Auch hier wird die Dringlichkeit mit Freuden bejaht. Dann wird diese Top 57, wenn nicht widersprochen wird, mit Top 20 zu diesem Thema aufgerufen werden. Das ist heute Nachmittag. So, dann haben wir noch einen. Dringlicher Antrag der Fraktion der FDP. Betreffend Hessen muss ein Einwanderungsgesetz mittragen. Drucksache 19/4709. Auch hier wird die Dringlichkeit bejaht. Es gibt dann Top 58 und könnte nach Top 45 der Aktuellen Stunde zu diesem Thema aufgerufen und ohne Aussprache abgestimmt werden. Wird so gemacht. Allgemeine Freude. Meine Damen und Herren, dann sind wir am Ende der Beratung in der Vormittagssitzung. Ich unterbreche die Sitzung bis 15 Uhr. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Glück auf, guten Appetit und so weiter. Jo.